Hallo bei Ark. Ja, ihr seht, heute sitze ich ganz gemütlich in der Basis, schaue zu, wie sich der nächste Agent Davis nähert. Die Vogelplage ist nach wie vor bei uns. Ich glaube, wir haben auch ein leichtes Lag. Ja, weil der Agent Davis kloppt sich in Wahrheit da hinten mit einem T-Rex. Nur Level 32. Ja, irgendwie ist heute Alpha-Tag. Ich habe jetzt schon fünf Alpha-Raptoren hier gehabt, fast von meiner Basis. Die Lootstrahlen spielen verrückt irgendwie. Wir haben da dauernd irgendwo in der Nähe Lootstrahlen. Und morgen fängt das Halloween-Event an. Ja, ist möglich, dass es ihr schon kennt, dass ich die Folge nach hinten verschoben habe. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich schon ganz gespannt. Ich meine, ich weiß ja schon in etwa, was kommt. Weil natürlich möchte man sich das auch anschauen. Ach, da oben ist der nächste Agent Davis. Schauen wir mal, ist es wahrscheinlich ein nicht gezähmter? Ja, natürlich. Level 44 und er springt schon wieder wunderbar hin und her. Ja. Ja, und genau um dieses Problem geht es da heute. Da hinten ist auch ein Lootstrahl, okay. Wir haben massig Vögel hier. Ich nutze meine Waffe jetzt mittlerweile recht häufig. Vor allem, wenn die Vögel so rumrupfen. Ja, gut. Treffer. Machen wir mehr Zufallstreffer, lassen wir das. Ja, wir haben ständig Vögel da herinnen. Das heißt, was findet man bei uns in der Basis? Jedes Mal, wenn man zurückkommt, findet man einen weiteren Dino-Knoten. Wie diesen hier. Oder diese da drüben. Oder diese da. Oder das da. Also irgendwie kommen ständig von irgendwo Vögel rein. Ja, und um das zu verhindern, baue ich hier ja dieses kleine, ja klein, in Danus-Maßstäben, kleine Lagerhaus. Ja, angefangen habe ich ja schon. Der unterste Stock ist jetzt soweit fertig. Wie man sieht, durch die diversen Dino-Knoten sind die Dinos schon halb herinnern oder halb draußen. Den Eierspino, der steht da herinnern, weil ich wissen wollte, wie hoch muss ich das Ganze machen. Ja, und dann gibt es da oben, das Tor ist natürlich noch ein bisschen höher. Daher wird auch dieses Häuschen noch ein bisschen höher. Ich habe jetzt hier im zweiten Stock geschaut, dass ich so einen Pteranodon ohne Probleme hier reinkriegen kann. Das heißt, von der Höhe her wird das 3 hoch. Und dann mal schauen, da soll dann noch was kommen. Ja, man kann nicht jedes Mal nur irgendwas jagen. Man muss ab und zu was bauen. Und heute baue ich. Sonst wird das Ding hier nämlich niemals fertig. Den Stein dafür zusammen zu farmen, dauert ewig. Selbst mit Düdi. Ja, die Düdi-Kurus haben auch eine gute Eigenschaft. Ich kann sie auf Wandering stellen und draußen herumlaufen lassen. Habe ich ausprobiert, bis meine Kugel plötzlich vom Erdboden verschluckt worden und nicht mehr aufgetaucht ist. Also sie ist weder gestorben, noch ist sie irgendwie gefressen worden. Keine Ahnung, die war einfach plötzlich weg. Ein anderer Dino, der sie auf Follow hatte, hatte plötzlich kein Follow mehr und die Kugel war weg. Oh, damit habe ich mit diesem Feldversuch dann aufgehört und habe meinen Stein doch wieder lieber selber geholt. Also quasi, ich habe jetzt eine neue Kugel, aber die sucht jetzt nicht mehr für mich Steine,
sondern ich reite auf ihr, um Steine zu holen. So, ich möchte hier noch eine kleine Rampe nach oben haben. Man kann das auch wunderbar mit dem Quetzal bauen. So habe ich dieses Stockwerk hier gebaut, weil es ist natürlich zu hoch, als dass ich vom Boden noch drankommen würde. Allerdings drei Höhe geht auch wunderbar so noch. Oh, macht nichts, dass einer übrig bleibt. So, dann probieren wir jetzt einmal mit denen. Wunderbar. Ja, ist vielleicht keine spannende Arbeit, aber gehört auch gemacht. Man möchte ja nicht, dass seine Dinos dauernd gefressen werden oder aufgescheucht werden von diversen Vögeln. Ja, ärgere mich, ich sage jetzt nicht, ich muss die Rampe nachher bauen. Jetzt weiß ich, warum ich mehr Rampen baut habe, als ich brauche. Eigentlich hätte ich ja vorher auch dran denken können, aber wer nicht dran denkt, den ja straft das Leben. Und das ist das Komische. Bei Koja hatten wir auch drei Höhe und da gehen sich die Rampen merkwürdigerweise aus. Nee, da hat man auch diesen kleinen Abstand, aber es fällt kaum auf. Wenn man das Ganze vorbereitet hat, geht es recht schnell, wie Sie sehen. Man muss dann nur aufpassen, dass man es in der richtigen Höhe baut.
Ja, auch da muss man dann so reinbauen, damit es schön abgeschlossen ist. Stört glücklicherweise die Türe nicht beim Öffnen oder Schließen. Warum keine Fenster, ist auch ganz logisch. Ich will ja nicht, dass die Agentaves eben die Möglichkeit finden, da einzudringen. Ist man gerade so richtig drinnen und schon gehen einem die Wände aus. So, da haben wir die Rampe. Ja, ihr seht schon, es ist ein Minibau, wie immer. Da oben bin ich dann gespannt, es wird aber wahrscheinlich zwei hoch. Und ganz oben sollen dann sowas wie Dodos, Dilos und so weiter rein. Da herunten können die Pappvögel und so sein, die Krokus und unten die ganzen Großen. Hätte ich mal gar nicht gedacht, dass das reicht für das eine Stockwerk. Aber es reicht tatsächlich. Ja, auch sowas gehört dazu. So, hier kommen die normalen Wände. Da. Ja, oh ja, da machen wir die normalen.
Allerdings sehe ich jetzt schon, dass ich viel zu wenig Seelings habe. Ja, ihr da unten braucht es gar nicht zu schauen. Das wird euer neues Zuhause. Hier rein sollen alle Eierleger kommen. Und da drüben die Plattform, die auch schon von manchen entdeckt worden ist, das wird das Lagerhaus für die Tiere, die man regelmäßig verwenden. Das heißt, die auch schnell dann ausgepackt werden sein sollen. Oder für ein Quetzal. Was liegt da eigentlich? Wo kommst du her? Aha. Hilfe, was macht das Kroko da? Ja, die sind da oben, weil ich natürlich ausprobieren wollte, ob sie die Rampe auch hochkommen. So, und jetzt? Aha. Kaum stellt man es unter ein Dach, streckt es den Schwanz hoch. Komisch. Sieht man dann besser, wenn es Eier legen? Weil normalerweise liegt bei den Krokus ja das Ei dann immer unterm Schwanz. Okay, lassen wir das mal so dahingestellt. Schaut merkwürdig aus. So, und da herüben möchte ich jetzt nicht nur normale Stonewalls, nicht nur normales, sondern ich möchte auch das. Nehmen wir die mal mit und die mal mit. Oh, wird nicht reichen. Na gut, zwei oder drei weniger hätten es auch dann. Das war jetzt natürlich Quatsch, weil ich möchte ja hier so eine Wand. Genau.
So natürlich nicht. Der streckt den Schwanz ja noch höher. Oh Mann, der schaut jetzt dann wahrscheinlich am Dach raus. Ja gut, ist okay, Kroko, du kannst es machen. Vielleicht stelle ich euch auch einen Stock höher. Ja, vielleicht. Ja, wobei, dann werden sie angegriffen von den Vögeln. Das ist doof. Oder ich muss ihn dann weiter in die Mitte stellen. Mal schauen. Ja, genauso soll das dann auf der anderen Seite werden. Da möchte ich ein gerades. Da drüben ist Schrägdach. Und dann ist die Frage genau, wie hoch. Haben wir jetzt noch was zum Bauen? Nein, haben wir alles verbaut. Müssen wir wieder runter. Danach wird das Ganze noch angemalt und ja, fertig gebaut natürlich vorher auch noch. Und das Schwierigste dann dürfte sein, die ganzen Dinos einzupacken. Ja, da fehlen noch einmal so viele Ceilings. Juhu. Nur damit wir dann hochbauen können. Vielleicht sollte ich da hinten dann noch so ein Catwalk rausmachen für Koya. Nein, ich sage jetzt mal nichts. Nein, ich hab's nicht gesehen. Nein, ihr auch nicht. Oh Mann. Ja, natürlich hätte das eine Schräge werden sollen. Darf ich dann nachher wieder ausbessern? So, jetzt habe ich das da oben so in etwa weit, wie ich das einmal haben möchte. Dann habe ich nicht noch was vorbereitet. Ja, Höhenangst sollten wir da herum keine haben. Wir kennen ja schon die hübschen Zäune, die neuen.
Und da kann man zum Beispiel jetzt hier oben einen wunderbaren Dodo-Stall anlegen oder Dilo-Stall. Sind wir mal großzügig. Ach nee, die sind zu klein, da reicht eigentlich eine Höhe auch. So, 3x3 wollte ich das Ganze machen. Und natürlich brauchen sie irgendwo einen Ein- oder Ausgang, den werde ich natürlich offen lassen. Und schon kann man sich so kleine Zäunchen einrichten für die kleinsten Dilos. Ja, Licht werde ich da oben wohl auch noch brauchen. Er sieht zwar ganz unten eins, aber offensichtlich scheint das nicht. Oh ja, bisschen. Da unten haben wir es noch hell, da oben noch nicht. Gut, notfalls muss ich da auch noch eine Lampe herstellen. Okay, danke fürs Licht. Und daneben wollte ich einen Dilo-Stall machen. Und die Paches können dann auch noch so einen kleinen Unterschlupf haben. So in der Art und Weise habe ich mir das vorgestellt. Obendrauf natürlich noch einmal Ceilings, das ist noch einmal zig Farmarbeit. Aber es geht schon. Dauert halt ein bisschen. Drum kann man auch nicht in jeder Folge, was weiß ich, was alles machen. Geht gar nicht. Oh, ich sehe was. Schlampig gebaut. Pfusch am Bau. Geht ja mal gar nicht. Ja, so schaut es besser aus. So kann man es lassen. Ja, und damit wünsche ich euch dann schon wieder einen schönen Tag. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das morgen schon fertig habe. Beziehungsweise startet ja morgen, wie erwähnt, das Halloween-Event. Aha, schon wieder falsch. Mist. Ja, ich würde sagen, da muss ich mir noch welche nachbauen. Also von daher, ich weiß noch nicht, was ihr jetzt als nächstes seht oder wann ihr das hier seht. Ich bin ja ganz gespannt auf Hexenhüte, Kürbisse zum Aufstellen, Vogelscheuchen, Dodo-T-Rex, Skelette. Ja, wenn ihr auch neugierig seid, dann schaut demnächst mal rein. Bis dahin, eure Danu.